The Bad Batch is here, and I thought it was pretty good. Of all the animated Star Wars properties, this was probably my favorite series premiere. Ich will euch heute nämlich so ausführlich, detailliert, objektiv und sachlich wie möglich erklären, wieso ich Star Wars The Bad Batch mit jeder Faser meines Körpers hasse. Die eine Star Wars Serie, die, man glaubt es kaum, fast jeder Star Wars Fan mag, geht in die dritte Runde. Aber als richtige, zusammenhängende Serie ist das einfach eine Katastrophe. Das ist keine richtige Serie. Das ist auch so ein Ding, wo ich nicht verstehen würde, wenn die Serie nicht gut ist. Dave Filoni liebt Ahsoka so krass, als ob der sich da jetzt hinstellt und eine schlechte Serie mit der macht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn es eine Konstellation gibt, die bei Disney nochmal für was Positives sorgen könnte, dann ist Ahsoka und Filoni die beste Chance. Es ist für mich einfach eine Vollkatastrophe und vor allem in Anbetracht der Möglichkeiten und der letztendlichen Umsetzung die schlechteste Star Wars Serie überhaupt. It's payback time. Okay, ihr merkt's, heute wird's ernst. Dave Filoni wurde nämlich vor circa 2 Wochen befördert. Unser Star Wars Cowboy ist nun nämlich CCO von Lucasfilm. CCO heißt Chief Creative Officer. Sein Aufgabenbereich ist also, die kreative Entwicklung der Lucasfilm-Produktion zu überwachen und dabei Hand in Hand mit Kathleen Kennedy zu arbeiten. And together you and I can rule the galaxy. Make things the way we want them to be. Ja, das sind aktuell so ziemlich die Machtverhältnisse von Lucasfilm. Filoni und Kennedy stehen nun also an der Spitze und das scheinen ziemlich viele Star Wars-Fans zu feiern. Als ich mir diese Kommentare und die ganzen News rund um diese neue Stellung angeschaut habe, bin ich aber einfach nur verdammt wütend geworden. Dave Filoni ist nämlich nicht der Typ, für den ihr ihn alle haltet, und genau das will ich euch heute zeigen. Let the games begin. Fangen wir erstmal mit einer ganz grundlegenden Frage an. Warum beten Star Wars Fans diesen Hollywood-Cowboy eigentlich so an? In einer Zeit, in der es reicht, Disney nur zu erwähnen, um eine Schimpftirade von Fans abzukriegen, und der Name Kathleen Kennedy im Star Wars-Fandom gleichbedeutend mit dem Voldemort in Harry Potter ist, schafft es dieser Mann einfach als Angestellter der Firma Disney und Hauptverantwortlicher vom aktuellen Star Wars von den Fans als der Messias der Star Wars Welt angesehen zu werden. Woher kommt das? Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. Die Antwort ist eigentlich gar nicht so schwer. Star Wars The Clone Wars. Mit diesem Projekt ist Dave Filoni damals in Star Wars eingestiegen und gilt seitdem als Begründer der besten Star Wars Serie aller Zeiten. Es ist nämlich egal, ob Original, Prequel oder Sequel-Fan, jeder liebt Star Wars The Clone Wars. Und wenn ich The Clone Wars liebe, dann muss ich auch den Schöpfer Dave Filoni lieben. Ist ja logisch. Das wäre ja sonst, als würde ich einen VW fahren und... Ja, okay, schlechtes Beispiel. Auf jeden Fall hat Filoni mit The Clone Wars einen Fuß in die Tür bekommen und spielt seitdem eigentlich nur auf Kredit. Er konnte alles machen, was er wollte. Er hat ja immerhin The Clone Wars erschaffen. Irgendwann kam dann auch noch Rebels dazu und dann im Jahr 2019 war er zusammen mit Jon Favreau für The Mandalorian verantwortlich. Spätestens seitdem ist er der Retter von Star Wars. Nach den Qualen der Sequels haben die Fans mal wieder ein cooles Star Wars Projekt bekommen und das kam von Dave Filoni. Das war dann auch der Punkt, an dem die Rufe nach seinem eigenen großen, tollen Star Wars Film immer lauter wurden und mittlerweile, man glaubt es kaum, hat er den auch bekommen. Zwischendrin war er auch noch irgendwie bei Bad Batch dabei, wichtig ist aber, es war vor allem Star Wars The Clone Wars, was diesen Mann zum großen Helden gemacht hat. Denn das ist alles nur geklaut. Das ist alles nur
Naja, so extrem muss man es jetzt vielleicht nicht formulieren, doch das, was Dave Filoni, den großen Titel des Star Wars Messias, erbracht hat, ist vielleicht nicht zu 100% wahr. Die ganze Geschichte beginnt im Jahr 2005. Noch bevor Revenge of the Sith überhaupt in den Kinos erschienen ist, hat George Lucas ein Problem mit dem Film. Er liebt die Geschichten rund um die Republik, die Separatisten und die Klonkriege viel zu sehr, um sie jetzt schon zu beenden. Er ist der Meinung, dass die Star Wars Galaxis vor allem zur Zeit der Klonkriege noch so viel mehr Potenzial für Geschichten hat und es schade wäre, sie jetzt für immer zu beenden. Da er weiß, dass weitere Kinofilme vorerst keine Option sind, macht er sich auf die Suche nach einer anderen Lösung und stößt dabei auf Star Wars The Clone Wars. Es sollte eine Serie sein, die im Gegensatz zum 2003er Clone Wars zu 100% seine Vision von Star Wars repräsentiert. Für diese Serie hat er nun einen Verantwortlichen gesucht, der diese Vision mit ihm teilt, dem er vertrauen konnte und von dem er wusste, dass er eine Serie erschaffen würde, die seiner tollen Filmreihe gerecht wird. Letztendlich entschied er sich dann für Dave Filoni. Und um das hier mal festzuhalten, das war zu 100% die richtige Entscheidung. Ich habe schon häufig genug erwähnt, wie sehr ich The Clone Wars liebe und ohne Dave Filoni hätten wir sicherlich nicht das The Clone Wars bekommen, was wir heute haben. Aber Dave Filoni ist nicht der große Kopf hinter The Clone Wars. Natürlich ist es bei sowas immer schwer zu sagen, wer verantwortlich dafür ist, dass eine Serie so gut oder so schlecht ist. Hinter solchen Produktionen stehen nun mal riesige Teams. Im Normalfall ist es also der Director, der die Lorbeeren einheimst, wenn es gut läuft und die Verantwortung tragen muss, wenn es schlecht läuft. Laut vieler Quellen ist es aber nicht Dave Filoni, dem wir den Erfolg für The Clone Wars zusprechen sollten. Das, was er für The Clone Wars war, nennt man nämlich Supervising Director. Und ja, das ist eine unglaublich wichtige Stelle, nur eben nicht so sehr für die Story. Das, was er gemacht hat, war die gesamte Produktion zu überwachen, aufzupassen, dass es keine Ungereimtheiten zwischen den Folgen und den Filmen gibt, schlechte Storystränge zu kritisieren und Revision einzulegen, Story-Arcs aufeinander abzustimmen und Themen festzulegen. Eben solche Dinge, die ein Chef macht, aber kein klassischer kreativer Kopf. Die große Vision, die The Clone Wars nämlich so erfolgreich macht, die Grundlage dieser Serie stammt von niemand Geringerem als George Lucas. Es war zum Beispiel Filonis Plan für die Serie, dass sich die Geschichten um ganz neue Figuren des Jedi-Orden drehen. Er wollte ein neues Meister-Schüler-Paar erschaffen und die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen. George Lucas war allerdings der Meinung, dass eine Geschichte zu den uns bekannten Filmfiguren viel interessanter wäre. Er hat recht. Als das dann feststand, hatte Dave Filoni das Vorhaben, Ahsoka als Padawan von Obi-Wan einzuführen. Auch da widersprach ihm George und meinte, dass es für die Serie viel besser wäre, wenn Anakin Ahsoka unterrichtet. Auch da hatte er recht. Ihr seht, die großen erfolgsbringenden Entscheidungen kamen von George Lucas und die kleinen Story-Entscheidungen in den jeweiligen Folgen kamen von ganz vielen Personen, aber nicht von Dave Filoni. Er war zu großen Teilen nur als Showrunner und Producer der Folgen gelistet und hat nur sehr, sehr wenige Folgen wirklich selbst geschrieben. Von den wirklich guten aus dem Mandalore-Arc oder den anderen großen Clone Wars-Geschichten war es sogar gar keine. Auch wenn Filoni immer wieder als Drehbuchautor gelistet wird, waren es eher die unbekannteren Autoren, die die großen Arcs geschrieben haben und die wir hier für die kleinen, feinen Details loben sollten. Ich möchte Filoni seinen Beitrag zu The Clone Wars gar nicht absprechen. Wie gesagt, er hat sehr viel für diese Serie getan. Alleine seine Schöpfung der Figur Ahsoka war wegweisend, aber trotzdem ist er nicht der Mr. The Clone Wars. Wenn wir jemanden so nennen sollten, dann ist das George Lucas. Filoni hat ohne Frage ein Stück vom Kuchen verdient. Aber das Stück ist eben nicht groß genug, um nun mehr als 15 Jahre später alles, was er tut, damit zu rechtfertigen. Um euch aber eine möglichst differenzierte Sicht aufs Thema zu geben, bin ich heute nicht alleine. Und der erste Gast ist direkt unser The Last Jedi Fan Nummer 1, der euch ein bisschen was zum Thema sagen möchte. Dave Filoni wird von vielen als der Retter von Star Wars gesehen, als einer, der Star Wars lebt und das Franchise ganz genau kennt, weil er angeblich das Mastermind hinter Star Wars The Clone Wars sein soll. Nun, wir können nie wirklich hinter die Kulissen schauen, aber wir wissen genug über die Abläufe bei Clone Wars, um zu sagen, diese Aussage ist die Unwahrheit. Dave Filoni war nie das Mastermind hinter Star Wars.
Klar hat George Lucas ihn nicht ohne Grund angeheuert. Filoni hat ein besonderes Skillset, hatte schon als Director bei absoluten Meisterwerken wie Avatar The Last Airbender mitgewirkt und war damals noch kein Großkonzernmitarbeiter. Was George Lucas Dave Filoni aber voraus hat, ist Kreativität, die so nur ganz wenige Menschen haben. Wir wissen von Dave Filoni selbst, dass die Serie Star Wars The Clone Wars ursprünglich startete, weil George Lucas Dinge ausprobieren wollte. Nicht weil Dave Filoni eine gute Idee für eine Story hatte, sondern weil George Lucas viele kleine Ideen hatte. So wissen wir auch direkt von Dave Filoni, dass die meisten großen und wegweisenden Entscheidungen gar nicht von Dave Filoni kommen, sondern direkt aus der Hand des Schöpfers von Star Wars, George Lucas. Die Idee, Anakin mit Ahsoka eine Schülerin an die Seite zu geben, war genauso kontrovers, wie sie am Ende gut war. Und es war die alleinige Entscheidung von George Lucas. Dave Filoni hatte damit nichts zu tun und Ahsoka ist schon gar nicht sein Charakter, den er auswendig kennt und über den er bei Disney seine Hand hält. Ahsoka stammt von George Lucas, auch wenn die Disney-Ritter das anders behaupten. Die Idee, Maul zurückzubringen, war auch nicht von Dave Filoni, sondern kam direkt von George Lucas. Filoni war sich sogar sicher, dass es eine schlechte Idee war und überlegte, ob er George Lucas die ganze Sache ausreden sollte. Die Idee, die Mandalorianer einzufügen, was sich als eine der wichtigsten Ideen für die Gesamtstory herausstellte, war ebenfalls die Idee von George Lucas. Im Gegensatz zu Maul war Dave hier allerdings voll an Bord und fand die Idee sogar gut. Jede einzelne kreative und wegweisende Idee oder Storyline, von der wir heute den Schöpfer kennen, stammt nicht aus der Feder von Dave Filoni, sondern von George Lucas. Genauso wie auch Staffel 7 nicht aus der Feder von Dave Filoni stammte. Das Skript stammte aus seiner Zeit mit George Lucas. Einige Animationen waren sogar schon fertig, bevor Disney die Serie einstellte. Außerdem sollte Staffel 7 ursprünglich mehr als nur 12 Folgen haben. Staffel 7 war als vollwertige Staffel mit 24 Folgen geplant und es gab sogar Gerüchte um Skripte von George Lucas zu einer 8. vollwertigen Staffel, in der dann auch das heutige Ende aus Staffel 7 stattfinden sollte. Das Skript wurde von Dave Filoni nicht geschrieben, sondern zusammengestrichen und sogar noch verändert. Ursprünglich sollte Ahsoka nämlich einem jungen Mann begegnen, für den sie im Laufe der Staffel sogar echte Gefühle entwickeln sollte. Das konnte aber nicht sein, denn Ahsoka ist eine starke und unabhängige Frau. Und so waren die Martis-Schwestern geboren. Das ist die wahre Handschrift von Dave Filoni und Disney bei Star Wars The Clone Wars. Und natürlich können wir nie das Gesamtbild hinter den Kulissen sehen und vielleicht hat Dave Filoni die ein oder andere Brücke zwischen George Lucas' Ideen geschrieben. Aber eines ist sicher, die Eckpfeiler der Story und die Essenz hinter Star Wars The Clone Wars stammen nicht von Dave Filoni, sondern von George Lucas. Und so wie Disney und Dave Filoni sich aktuell verhalten und diesen Erfolg auf Dave Filoni branden und George Lucas nicht einmal erwähnen, muss man vielleicht auch darüber sprechen, dass Dave Filoni der größte Betrüger der Star Wars Geschichte ist. And they found you amusing for a while, the people of this city. But the one thing they love more than a hero is to see a hero fail, fall, die trying. In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. Why bother? Es ist zwar kein Zitat aus Star Wars, lässt sich aber trotzdem ziemlich gut auf Filoni anwenden. Nach seinem großen Clone Wars Triumph, der, wie wir gerade erkannt haben, ja nicht unbedingt sein Triumph war, begann seine Zeit als Held in der Star Wars Szene und damit auch sein ganz persönlicher Fall. Nach The Clone Wars war sein erstes Projekt Star Wars Rebels. Es sollte die erste Serie sein, bei der er das letzte Wort hat. Nun war er nicht mehr der Padawan vom großen Meister Lucas, nun brach seine Ära an. Ganze 53 Episoden der Serie hat er selbst directed und auch die Idee der Serie ist in etwa die Grundidee, die er bereits für The Clone Wars hatte. Eine ganz neue Gruppe von Helden rund um ein Meister-Schüler-Duo, die ihre Abenteuer in der Galaxis erleben. Damals konnte George Lucas noch irgendwie dazwischengrätschen, doch diesmal hatte Filoni freie Fahrt. Hier jetzt zu besprechen, ob Rebels eine gute Serie ist oder nicht, würde zu weit führen. In jedem Fall können wir aber festhalten, das ist nicht The Clone Wars. Sogar ein Blinder erkennt, dass es zwischen diesen beiden Serien einen riesen Unterschied gibt. Rebels ist toll und hat viele super Momente, aber wenn wir mal nicht ein großes Wiedersehen alter Rivalen erleben oder das große Staffelfinale einen brachialen Punkt der Serie markiert, sind die normalen Folgen häufig eher
Naja, langweilig. Sie sind nicht schlecht, nur eher weniger spannend. Du merkst einfach sofort, dass zwischen dem klassischen Clone Wars ein Episodenabenteuer und dem Rebels ein Episodenabenteuer Welten liegen. Es fehlt dieser besondere Geist der Serie. Es fehlt George Lucas. Trotz dieser kleinen Probleme war Rebels mehr oder weniger ein Erfolg und als es dann mit Disney Plus losging, begann auch Filonis große Hochphase. Mit The Mandalorian hat er direkt einen Fuß in die Tür bekommen und ja, The Mandalorian ist gut. Also wirklich gut. Aber ist es wirklich so ein Meisterwerk? Ich vergleiche The Mandalorian immer ganz gerne mit den ersten Filmen des MCU. Es macht richtig Spaß und ist genau das, was ich sehen will, aber ist halt unglaublich simpel. Was ich damit sagen will ist, Jon Favreau und Dave Filoni haben mit The Mandalorian sicher etwas Cooles erschaffen, aber das Lob gebührt auch hier wieder mehr Favreau als Filoni. Favreau war für die revolutionäre Technik am Set verantwortlich und hat diese gewaltigen Bilder erschaffen. Filoni war für die zwar coole, aber halt wirklich einfache Story verantwortlich. Aber da ich weiß, dass sich ein paar Leute in den Kommentaren jetzt schon aufregen, sagen wir einfach mal, The Mandalorian war gut und Filoni war auch dabei. Seine nächsten beiden Haltestellen auf der Reise reichen eigentlich nämlich schon vollkommen für einen Case gegen ihn aus. Erstmal ist da The Bad Batch. Und sagt mir, was ihr wollt, das war absoluter Müll. Es gibt ein paar Leute, die es feiern. Und hey, das freut mich. Aber was Filoni da zusammengekackt hat, ist einfach nur peinlich. Noch nie wurden ein Episodenabenteuer so langweilig und schlecht geschrieben. Über Wochen hinweg bewegen wir uns kein Stück innerhalb der Story voran. Und für die Charaktere wird erst recht nichts getan. Eine Serie, die The Bad Batch heißt, handelt lediglich von Omega und ihrer Boyband. Und über das Pacing müssen wir erst gar nicht sprechen. What the fuck is this piece of shit? Da ich aber eh einen tiefsitzenden Hass gegen diese Serie habe, gibt's hier nochmal eine andere Stimme, die das vielleicht ein bisschen neutraler bewerten kann. Wenn man mich fragt, hat Dave Filoni an einigen guten Star Wars Projekten mitgearbeitet. Was nur leider nicht dazu gehört, ist The Bad Batch. Doch wie kommt das? Ich meine, wenn wir das Ganze mit den anderen beiden Animationsserien Rebels und Clone Wars vergleichen, muss ich sagen, schneidet The Bad Batch deutlich schlechter ab. Und kann man hier für Dave Filoni die ganze Schuld geben? Wahrscheinlich nicht, denn er ist trotz seiner wichtigen Rolle nur einer von vielen Leuten, die an so einer Serie arbeiten. Aber auf der anderen Seite kann man auch nicht nur die ganze Verantwortung zu Disney schieben. Denn wie ich gerade schon erwähnt habe, finde ich sowohl Rebels als auch Clone Wars total gut. Und von Clone Wars ist die letzte Staffel unter Disney entstanden und bei Rebels ist es sogar die gesamte Serie. Was jedoch alle drei Serien gemeinsam haben, ist, dass sie unter Dave Filoni entstanden sind. Und wenn man auf The Clone Wars blickt, sollte es eigentlich ziemlich einfach gewesen sein, eine gute Bad Batch-Serie zu machen. Ich meine, wenn man mir einfach nur gesagt hätte, dass es ja eine Serie gibt, in der es um einen Klon-Squad geht, der versucht, nach der Order 66 zu überleben, dann hätte ich gesagt, klingt super. Das könnte man ja eigentlich nur kaputt machen, wenn es in der Serie gar nicht um den Klon-Squad gehen würde, sondern, keine Ahnung, um irgendein kleines Mädchen. Und das ist für mich das Hauptproblem an dieser Serie. Es geht nicht wirklich um die Klone, sondern vor allem um Omega und die Klone sind eher nur schmückendes Beiwerk. Und ja, diese Serie hatte auch gute Momente, aber die lassen sich leider so zusammenfassen. Die Order 66 fand ich gut, ich fand auch Captain Rex cool, ich fand Commander Cody cool, ich fand auch Darth Sidious cool, ich fand auch Cad Bane am Ende von Staffel 1 cool. Was mir nur gefehlt hat, war, dass ich die Charaktere, um die es eigentlich geht, cool finde. Und dazu hatte ich als Zuschauer auch leider nicht die Gelegenheit, denn es ging ja immer wieder nur um Omega und die fand ich leider gar nicht gut. Mein persönliches Fazit ist also, dass grundsätzlich Potenzial da war, dass es nur leider komplett in den Sand gesetzt wurde und dass so ziemlich alle guten Szenen nichts mit den eigentlichen Hauptcharakteren zu tun hatten. In diesem Video geht es nicht um die einzelnen Serien, sondern um Dave Filoni. Wenn ihr also ausführliche Reviews haben wollt, habe ich euch zu jedem einzelnen Punkt in diesem Video ein ganzes Video von mir in der Beschreibung verlinkt. Ich werde jetzt hier auch nicht auf die etwa 5% der Serie eingehen, die gut sind, weil da halt Cad Bane oder so vorkommt. Das Fazit zu The Bad Batch ist also ganz einfach. Diese Serie ist, und da gehen Grüße raus, objektiv schlecht. Bevor es weitergeht, eine ganz kurze Meldung aus dem Schnitt. Ihr könnt euch vorstellen, dass dieses Video einiges an Arbeit war. Gerade deshalb würde ich mich jetzt sehr, sehr über ein Abo von euch freuen. Wir befinden uns immer noch auf dem Weg zu den 10.000 Abonnenten. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst doch gerne hier ein bisschen Support da und helft mir, dieses Ziel zu erreichen. Okay, gemacht? Dann gehen wir wieder zurück ins Video.
Das war aber erst die Spitze des Eisbergs. Der wahre Scheißhaufen kommt erst jetzt. Nach Jahren des Schaffens bekommt Dave Filoni jetzt nämlich sein Wunschprojekt. Ein Projekt, bei dem er alle Folgen selbst geschrieben hat. Sein großer Schatz Ahsoka bekommt ihre eigene Serie. Im Vorhinein hatten wir zwar schon The Clone Wars, Rebels und Tales of the Jedi, aber scheinbar war das noch nicht genug Ahsoka, also auf geht's in Runde 3. Let's go! Na gut, wo fange ich da denn jetzt an? I don't like where this is going. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht nochmal. Die Ahsoka-Serie war einfach der größte Müll, den ich jemals gesehen habe. Und ja, ich habe Obi-Wan geschaut und ja, ich habe auch The Book of Boba Fett geschaut. Ey, ich habe sogar die fucking Sequels gesehen. Aber was in dieser Serie passiert... Nein, Mann, ich kann das nicht. Dave Filoni entdeckt zu Beginn seiner Serie, scheiße, eigentlich ist ja alles über diese Figur schon gesagt. Was mache ich denn jetzt? Gar nichts. Das ist die Antwort. Gar nichts. Ich werfe Ahsoka einfach 8 Folgen in eine Serie und vergesse, dass sie meine Protagonistin ist. Dann kommt Sabine dazu, die den dümmsten random Plot mit Ezra bekommt und das peinlichste Kack-Wiedersehen, das ich jemals gesehen habe. Ezra kommt auch noch zurück, nur um jetzt wie Jesus auszusehen und wie Jackie Chan zu kämpfen. Und Ahsoka gibt's ja auch noch. Werfen wir ihr einfach mal Anakin vor die Füße, der macht schon irgendwas. Warum greift er sie jetzt an? Irgendwo in all dem gibt es dann auch noch diese beiden hier, die, ich weiß nicht, nach Wölfen benannt sind, aber wie die größten Hunde geschrieben wurden. Und der große König von diesem riesen Haufen Scheiße ist der da. What was first just a dream has become a frightening reality for those who may oppose us. Das ist Thrawn. Denn nach Darth Vader, wohl größte Bösewicht aus Star Wars, nur hat Dave Filoni ihn einfach mal so geschrieben, als wäre das fucking Heinz Doofenschmirtz. A Platypus Plumber? Perry the Platypus Plumber? Der Vogel läuft seit 3 Folgen ohne Sinn und Zweck über die Leinwand und wird durchgehend rasiert. Ey, du hast eine Armee und verlierst gerade gegen 3 Leute. Behold, my I don't care anymore. Okay, alles klar. Wir beruhigen uns wieder. Was ich euch mit diesem kurzen Deep Dive in die Serie sagen wollte, war... Ich finde sie nicht so toll. Wenn ihr ein etwas sachlicheres Review hören wollt, gibt es da auch eins von mir unten in der Videobeschreibung. Oder wir hören mal kurz Markus von Movie Amps zu. Tja, da hat Dave Filoni sich und dem Star Wars-Universum wirklich ein Denkmal gesetzt. Dass Disney Star Wars storytechnisch kaum noch was anzubieten hat, dürfte ja kein großes Geheimnis mehr gewesen sein. Dass wir uns allerdings noch auf furchtbar langatmige und statische Inszenierungen, hölzerne Dialoge mit ellenlangen Pausen und einer Dramaturgie wie von Zweitklässlern geschrieben einstellen dürfen, damit habe ich allerdings nicht gerechnet. Bis Ahsoka kam. Aus meiner Sicht die bislang schlechteste der großen Star Wars Serien. Mindestens von der Inszenierung her deutlich schlechter als Kenobi oder Book of Boba Fett. Die Figuren stehen motivationslos im Raum, bewegen sich nicht, interagieren nicht mit ihrem Umfeld. Die Schauspielerführung von Ahsoka ist auf dem Niveau einer Schultheateraufführung. In keinem Moment spürt man den Figuren Zeitdruck an, es wird keine Spannung aufgebaut, die Szeneneröffnungen sind so aufregend wie bei einer unterdurchschnittlichen Folge Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Einfachste erzählerische Basics werden einfach so über Bord geworfen. Kein Wunder, dass mir so viele Menschen bekannt sind, die regelmäßig vor Ahsoka eingeschlafen sind. In dieser Serie stimmt bis auf 1-2 durchaus vielversprechende Charaktermomente gar nichts. Dementsprechend ist das Publikumsrating nach Folge 2 auf Rotten Tomatoes um fast 30% auf unter 70% gefallen. Auf dieser mittelmäßig bewerteten Serie soll nun also die Zukunft des Franchise aufgebaut werden. Obwohl ich Filonis Animationsserien durchaus eine ganze Menge abgewinnen kann, hat er mit Ahsoka nur bei mir erzielt, die letzte Hoffnung zu vernichten, dass wir in absehbarer Zeit noch einmal Star Wars Qualitätscontent erhalten werden. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich glaube nicht daran, dass Filoni den Star Wars Karren noch einmal aus dem Dreck ziehen wird. Er kann es einfach nicht. Um jetzt aber mal einen Strich unter Filonis Projekte ohne Papa George zu machen,
Da war Rebels, was ganz okay war. Dann war da The Mandalorian, was gut war, nur eben wieder mit Unterstützung. Dann gab's Bad Batch, was die größte Kacke seit The Rise of Skywalker war. Und dann hat er auch noch Ahsoka, den größten Scheißhaufen der Star Wars-Geschichte gemacht. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das nicht die große Bilanz eines Star Wars-Messias ist. Ach, und an The Clone Wars kommt da sowieso nichts ran. You knew I was the Dragon Warrior. You always knew. But when Oogway said otherwise, what did you do? What did you do? Nothing. Ich hoffe, euer Bild vom großen Messias Filoni ist jetzt schon ein bisschen angebrochen. Wir haben uns jetzt schon um seine Fähigkeiten als Director und vor allem als Writer gekümmert und haben erkannt, so ziemlich alles, was er selbst geschrieben hat, war Kacke. Neben seinen Fähigkeiten gibt es aber noch eine andere Sache, die ihn laut vieler Fans zum Retter der weit, weit entfernten Galaxis macht. Seine Liebe zu Star Wars. Filoni soll der größte Star Wars-Fan sein und das Universum besser verstehen als jeder andere. Für ihn steht Star Wars an erster Stelle und dann kommt alles andere. Aber ist das wirklich so? Ist Star Wars für Dave Filoni wirklich das Wichtigste? Keine Angst, ich will Dave Filoni jetzt nicht absprechen, dass er Star Wars über alles liebt. Der Grund, aus dem er angestellt wurde, war tatsächlich, dass er einen Prequel-Hater zum Prequel-Fan gemacht hat und George Lucas das irgendwie mitbekommen hat. Worum es mir hier eher geht, ist das große Gerede von: Oh, Dave Filoni würde alles für Star Wars tun, der Kanon ist für ihn das Wichtigste. Das erste Beispiel, was da immer irgendwie rangeholt wird, ist Anakin, der Grievous über 7 Staffeln Clone Wars nicht getroffen hat, weil er in Episode 3 nicht weiß, wie groß er ist, womit impliziert wird, dass er ihn zum ersten Mal sieht. Und das hat halt Dave Filoni gemacht. Nee, also jetzt mal Spaß beiseite. Das ist echt cool, auf solche Details zu achten, aber glaubt mir, wenn ich euch sage, Dave Filoni liebt den Kanon nicht so sehr, wie ihr denkt. Er liebt ihn nur so lange, wie es ihm passt. Da wäre zum Beispiel der so beliebte Kanon-Roman Ahsoka, den er mit Tales of the Jedi und Ahsoka komplett geretconnt hat. So ist der 6. Bruder im Roman eigentlich ein cooler und komplexer Charakter, während er in der Serie, ein Luftballon ist. Oder die Figur Caden Lard. Sie hat im Buch eine romantische Beziehung mit Ahsoka und spielt eine riesen Rolle im ganzen Plot auf der Farm. In der Serie wird sie durch Dida ersetzt. Ich finde von denen wahrscheinlich im Schnitt nicht mal ein Bild, weil die keiner kennt. Diese Kanonänderungen haben stattgefunden, weil Dave Filoni Bock hatte, eine Tales of the Jedi Serie zu machen. Ob seine Version besser ist, war ihm scheißegal. Die alte wurde einfach gelöscht. Aber es geht hier nicht nur um Ahsoka. In der ersten Bad Batch Folge wird Kanans Origin Story aus den Comics komplett über den Haufen geworfen. Und sogar das Lichtschwert seiner Meisterin bekommt einfach eine andere Farbe. Wieso? Weil Dave Filoni es so will. Auch in seinem heiligen Gral Clone Wars retconnt er zum Beispiel die eigentlich unglaublich interessante und kranke Geschichte von Asai Ventress und lässt ihren Arc einfach komplett ins Leere laufen. Ich persönlich habe nicht so ein Riesenproblem mit solchen Kanonbrüchen und von mir aus hätten Anakin und Grievous sich auch treffen sollen und zusammen Tee trinken gehen können. Aber sehr viele Fans feiern Filoni eben genau dafür, sehen aber dabei nicht über den Tellerrand hinaus. Wenn wir aber schon bei Filonis Ego sind, kommen wir zum für mich schlimmsten Punkt überhaupt. Wo ich nämlich wütend werde, ist bei schlechtem Writing. Das sollte man bei Ahsoka vorher gemerkt haben. So richtig schlimm wird es aber dann, wenn schlechtes Writing nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht geschieht. Ich frage mich schon ewig, wie solche Dinger wie Ahsoka oder The Mandalorian Season 3 zustande kommen. Aber hier ist die Antwort. We should really not answer directly a lot of the questions about Mortis. We have answers to those questions, for sure, but if I answer directly what something is, I feel that I'll be robbing you of the purpose of that arc, which is to make you wonder, it's to make you challenge certain ideas, to ask questions. Okay, warte. Dave Filoni spricht hier über ein Mystery-Box-System. Ein System, bei dem es darum geht, so lange wie möglich eine Frage hochzuhypen und so Spannung aufzubauen und das dann am Ende aufzulösen. Sein Punkt ist hier aber: Es ist cool, das
nicht aufzulösen. Filoni spricht hier in Bezug auf den Mortis-Arc in Clone Wars, aber im Verlauf dieses Interviews wird klar, diese Mystery-Box-Technik ist eine grundlegende Philosophie von Dave Filoni. Das sehen wir immer wieder in seinen Geschichten. In Clone Wars wird ein riesen Mysterium um Mortis aufgebaut, aber niemals aufgelöst. In The Mandalorian wird ein riesen Mysterium um das Monster im See aufgebaut, aber vorerst nicht aufgelöst. In Bad Batch wird ein riesen Mysterium um Crosshair aufgebaut, aber vorerst nicht aufgelöst. Und in Ahsoka wird, und es durchatmen, ein Mysterium um Thrawn, Ezra, Ahsoka selbst, Anakin, die anderen Galaxien, Jacen Syndulla, die Hexen, Baylan und Mortis aufgebaut, aber nicht aufgelöst. How? Hold on, bro. How? Wir sehen, diese Technik wendet Filoni immer und immer wieder an. Vor allem das Projekt, das ausschließlich von ihm geschrieben wurde, ist voll davon. So eine Mystery Box ist per se ja auch nicht schlecht. Das Problem ist nur das Nicht-Auflösen. Bei einzelnen Arcs, wie zum Beispiel Mortis in The Clone Wars, kann sowas die Geschichte noch interessanter und besser machen. In 90% der Fällen wirkt eine Serie oder ein Film so aber unfertig. Das Ende von Ahsoka hat sich angefühlt wie ein Trailer für die zweite Staffel und Bad Batch, keine Ahnung, das war sowieso ein Mysterium. Dieses Nicht-Auflösen der Mystery Box macht auch das MCU aktuell immer wieder, weil du so halt die Spannung auf dein Universum hochhältst und die Leute ins Kino lockst. Ja, und wir sehen, wie gut das bei Marvel läuft. Der Bro bekommt in ein paar Jahren seinen eigenen Star Wars Film und ich sag's euch jetzt schon, das Ding wird eine riesige Mystery Box ohne Boden. In diesem unserem Lande gibt es viele tiefe Löcher, aber keins ist so tief wie das bodenlose Loch. Das liegt daran, dass es keinen Boden hat. Ja, ich weiß, der Punkt ist jetzt schon ziemlich lang, aber so groß ist leider auch Dave Filonis Ego. Wenn wir nämlich über das Ego dieses Mannes sprechen, müssen wir auch über meine Lieblings-Star-Wars-Figur Ahsoka Tano sprechen. Filoni liebt seine Figuren nämlich viel zu sehr. Der Mann hat mittlerweile eine ziemlich hohe Stellung und wenn er was sagt, dann wird das auch gemacht. Wenn er also seine Eigenschöpfung Ahsoka bis zum Ende pushen will, dann macht er das auch. Also haben wir 7 Staffeln The Clone Wars mit Ahsoka als Protagonistin, 4 Staffeln Rebels mit Ahsoka als Nebenfigur und 3 Folgen Tales of the Jedi mit Ahsoka als Protagonistin. Was fehlt da jetzt noch? Genau, eine eigene Ahsoka-Serie. Dieser Typ liebt seine Figuren viel zu sehr und muss sie einfach überall reinpressen. In Tales of the Jedi sollen wir unbekannte Geschichten der Jedi sehen. Das Letzte, was ich da brauche, ist noch mehr Ahsoka. Stellt euch mal vor, es wäre nur um Dooku gegangen. Wie viel Zeit verschwendet wurde, nur um random Geschichten von Ahsoka zu erzählen. Bei aller Liebe zu Ahsoka und Filonis Figuren, aber der Typ ist jetzt mehr oder weniger Herr der Contentplanung von Star Wars. Und ich will ja nicht sagen, aber das heißt, macht euch auf einige Abenteuer mit Mando, Ahsoka, Grogu und Co. gefasst. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Okay, das war jetzt einiges zu Dave Filoni. Nachdem wir jetzt ein bisschen mehr über unseren Space Cowboy wissen, lasst uns nochmal zurück an den Anfang des Videos gehen. Ist Dave Filoni also die richtige Wahl für die Stelle des CCO von Star Wars? Sollte er der neue Gebieter der weit, weit entfernten Galaxis sein? Bevor ich das jetzt beantworte, gebe ich erstmal euch die Chance dazu. Haut jetzt mal in die Kommentare, was ihr über Dave Filoni denkt und was ihr von seiner neuen Stelle haltet. Hier seht ihr auch jetzt nochmal das Ergebnis der Community-Abstimmung zum Thema. Und bevor ich jetzt was raushaue, gibt's erst noch die Meinung eines Mannes, der sich mit den ganzen Behind-the-Scenes-Sachen bei Lucasfilm nochmal deutlich besser auskennt als ich. Also Nico, was sagst du zu Dave Filoni? Dave Filoni wird nach wie vor von vielen Fans als irgendein Heilsbringer gesehen, sei es auf Reddit oder von größeren Star Wars YouTubern, doch ich denke spätestens seit Ahsoka bröckelt dieses Image und das finde ich auch zu Recht. Er hat durchaus Positives geleistet mit vor allem The Clone Wars unter der Aufsicht von George Lucas, ich würde auch sagen mit Rebels, doch im Live-Action-Bereich hat er bisher einfach nicht abgeliefert und so ist es meiner Meinung nach durchaus verständlich, dass einige Fans mit Sorge auf seinen künftigen Mandoverse
Avengers-Film schauen. Was wahrscheinlich auch nicht gerade optimal für Filonis Werke ist, ist der Einfluss auf ihn seitens Kathleen Kennedy, also von Kathleen Kennedy und generell dieser ganzen Leute, die Lucasfilm jetzt beschäftigt, denn die meisten aus der George-Lucas-Zeit sind ja bereits lange raus und die, die jetzt da sind, haben häufig eben mehr die Kathleen Kennedy-Denkweise im Sinn, die Star Wars in den letzten Jahren ja so unglaublich bereichert hat, ne? Letztendlich ist mir aber ein Dave Filoni immer noch lieber als eine Kathleen Kennedy oder eine Leslie Headland mit ihren bisherigen Auftritten, wobei wir die Acolyte ja noch sehen werden, aber ich sehe ihn persönlich durchaus kritischer als, sagen wir, Jon Favreau, der durchaus gut abgeliefert hat, der aber wahrscheinlich nicht mehr allzu viel mit Star Wars künftig am Hut haben wird. Man weiß letztendlich auch nie, wer wie was wo wirklich entscheidet hinter den Kulissen, denn eins kann ich euch nach Jahren an Erfahrung mit Leaks sagen, bei Lucasfilm herrscht immer wieder Chaos und deswegen ist auch bei Ahsoka die Frage, wer jetzt wie viel Verantwortung für die ganzen Defizite in dieser Story trägt. Doch wenn Dave Filonis nächstes Projekt nicht überzeugt, dann sehe ich schwarz für sein Image. Gut, nachdem wir jetzt auch das nochmal gehört haben, was ist mein Fazit zur Sache? Ich muss sagen, das Video hier klingt sehr negativ und ja, es ist auch so gemeint. Mich stört einfach bei Dave Filoni, dass er in der Star Wars Community behandelt wird wie ein Gott, obwohl er mittlerweile nicht nur eine Sache gemacht hat, die ziemlich kacke ist. Was ich euch hier also primär zeigen wollte, war: Dave Filoni ist nicht perfekt. Ob er nun in die Rolle des CCO passt, ist schwer zu sagen. Leugnen kann ich nicht, dass er von den möglichen Kandidaten Star Wars mit Abstand am meisten liebt. Was er aber in dieser Position anrichten kann, sollte nach diesem Video auch klar sein. Er kann seine verrückten Story-Vorstellungen noch weiter umsetzen, immer mehr Projekte zu seinen Figuren verwirklichen und das wohl Schlimmste, immer mehr Serien wie Ahsoka oder The Bad Batch veröffentlichen. Ich persönlich hätte Jon Favreau viel lieber in dieser Rolle gesehen. Ein Mann, der vielleicht nicht diese riesige Liebe zu Star Wars hat, aber vielleicht gerade deshalb deutlich differenzierter und objektiver auf das Universum schauen kann. Ein Mann, der nicht schon seit Kindheitstagen davon träumt, seine Geschichte in der Welt von Star Wars zu erzählen, sondern bereit ist, die beste Geschichte in der Welt von Star Wars zu erzählen. Unwichtig, ob sie von ihm oder jemand anderem kommt. Letztendlich ist es aber Dave Filoni, der in dieser Position steht, und die Zeit wird zeigen, was uns dieser Fakt bringen wird. Mit diesem Video wollte ich erstmal nur eine Sache klarstellen. Dave Filoni ist nicht so toll, wie du denkst. Schreibt mir jetzt aber mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ich bin bereit für Diskussionen in den Kommentaren. Was haltet ihr von der Beförderung von Dave Filoni? Ist er der richtige Mann dafür? Und wie gut sind seine bisherigen Serien wirklich? Habt ihr in diesem Video Dinge über ihn erfahren, die ihr noch nicht wusstet? Und was ist eure Lieblings-Filoni-Serie? Schreibt mir all das und noch viel mehr gerne in die Kommentare. Wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Filoni und schlechte Star Wars Serien hören wollt, ist auf dem Podcast-Kanal ein ziemlich cooles Video dazu online gekommen. Checkt das gerne mal ab. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das sehr, sehr gerne mit einem Like oder einem Abo. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. The Force will be with you.